Hört ihr das? Tropfel, Tropfel, Tropfel. Willkommen zu diesem neuen Video, meine Damen und Herren. Seit 4 Wochen, ungelogen, ist es das erste Mal, dass es hier wieder regnet. Und ich hätte nicht gedacht, dass man sich wirklich irgendwann mal auf Regen wieder freut. 34 Grad jeden Tag hier im Schatten und in der Halle. Du gehst einfach nur kaputt. Ja gut, ob man sich da jetzt freut, weil wir müssen jetzt das nächste Auto waschen, ist natürlich auch fraglich. Apropos nächste Auto, wir sind ja fast vorbeigerannt. Ein kleiner Petita Smart, der steht zur Aufbereitung hier und bei der Abgabe. Der Kunde gefragt, ob man das hier noch lackieren lassen kann. Ha, schwieriges Thema. Also wir hätten das Ganze jetzt hier wirklich verwirklichen können. Wir haben auch noch mal alles gegeben. Unser Lackierer hat dann auch gesagt, Mensch, könnten wir vielleicht noch vorher hinkriegen, weil Problem ist, selbst wenn wir den vorher aufbereiten, der geht in die Lackiererei. Ich habe den Kunden schon vorgewarnt, pass auf, da ist Schleifstaub, das lässt sich nicht vermeiden. Da werden Abdeckplan rübergezogen und gerade bei Unischwarz brauchen wir nicht drüber reden, wie schnell da wieder was zerkratzt ist. Da hat sich der Lackierer dann direkt geweigert und gesagt, nee Paul, deine Arbeit hier, das kannst du vergessen, dass ich da nochmal eine Plane rüberziehe. Du weißt, wie die Autos danach aussehen. Also müssten wir es vorab machen. Jetzt wäre das auch noch irgendwie möglich gewesen, weil ich gesagt habe, wegen Aushärtephase schwierig mit Waschen. Dann sagt er, ist aber überhaupt kein Thema mit dem Lack, den die haben. Die stellen die Fahrzeuge danach teilweise sogar direkt in die Waschanlage. Also hätten wir es noch irgendwie machen können. Ich hätte das Fahrzeug rüberbringen müssen, dann hätten sie es dann quasi heute lackiert und morgen hätte ich das Fahrzeug dann wieder hier gehabt und hätte dann quasi ein bisschen weniger Zeit für die Aufbereitung gehabt. Irgendwie wäre es möglich gewesen. Aber ich sag euch so, wie es ist, das wäre auch irgendwie nichts Halbes und Ganzes gewesen. Warum? Klar, hier vorne ist eine Stelle, das geht hier unten dann ein Stück weiter. Das hat man schon bei der Besichtigung gesehen. Aber da bin ich mal ein bisschen rumgegangen ums Fahrzeug und da sieht man schon, hier haben wir wieder eine kleine Stelle. Schaut mal die Kante an. Da hat der Lacker auch gesagt, Mensch, da musst du aber hier auch wieder das ganze Seitenteil lackieren, da ist nichts zum Anspritzen. Hier unten, schaut mal, hier geht auch schon der Klarlack ab. Und wer weiß, was da noch alles nach der Fahrzeugaufbereitung zu sehen ist. Deswegen haben wir mit Kunden gesprochen und gesagt, naja, pass auf, du siehst aber dann nachher da und da die Stellen, die werden dann definitiv nicht gemacht. Und hat der Kunde selber gesagt, pass auf, weißt du was, mach die Aufbereitung, gucken wir uns danach nochmal alles an, dann muss er sich halt im Nachhinein um die Lackierung kümmern. Also wie gesagt, irgendwie wäre sowas schon möglich gewesen, aber wäre auch nicht wirklich optimal gewesen. So, irgendwie sieht man hier gar nichts weiter, deswegen, kommt, wir fahren nochmal schnell in die Halle rein. It's a rainy days, it's a rainy days. Also ich finde die Dinger ja cool, aber irgendwie sehe ich da drin aus wie so ein, der läuft noch nach. Oder ein paar Spatzen sind drin. Ich wollte gerade sagen, jetzt sehen wir hier drinnen mehr, aber genau das ist nämlich der tolle Effekt, wenn es draußen regnet und ihr müsst Fahrzeuge annehmen. Ja, dann sieht immer alles schon deutlich freundlicher aus. Und der nächste Nachteil ist, wenn wir jetzt natürlich waschen fahren, ja, das trocken machen lohnt sich auf jeden Fall doppelt, weil da haben wir nicht nur unten Spaß, dann haben wir auch hier oben Spaß. So sehr ich auch dankbar bin, dass ich in die Waschbox rein kann, aber ja. Kurze Fahrten, Radhäuser wieder dreckig, nachspülen und vor allen Dingen auch wieder trocken machen. Wenn es den ganzen Tag regnet, lässt sich einfach nicht vermeiden. Ja, ja, die Leiden eines Aufbereiters. Wir müssen mitleben. So, passt auf, ihr seht das nämlich richtig schön im Hellen. Also es ist schon ein amtlicher Dütscher, was man da auch nicht mehr zutupfen braucht. Schade, dass man den Kotflügel jetzt nicht so, oder man hätte ihn vielleicht noch abbauen können, hätte man zum Lackierer gebracht, war noch meine Idee. Aber wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, da geht es hier weiter und das hätte auf jeden Fall noch mit anlackiert werden müssen. Ansonsten wäre es noch wirklich der absolute Oberfusch. Hier Innenraum, der soll komplett einmal gereinigt werden. Also sprich, hier werden auch wieder die Polster schamponiert, Polster durchgedampft auf jeden Fall. Das macht sich wirklich richtig gut. Ein Follower hat da gefragt, ob wir dazu mal nochmal ein gesondertes Video machen können. Können wir gerne nochmal machen. Und falls ihr da Interesse habt, haut es einfach in die Kommentare rein. Das ist nämlich deutlich, deutlich einfacher, geht schneller und vor allen Dingen sind die Sitze viel schneller trocken. Ansonsten Gummifußmatten, bin ich ein sehr großer Freund auf jeden Fall von. Ja, ich stelle fest, allzu viel mehr sehen wir jetzt hier allerdings in der Halle. Auch nicht. Deswegen werden wir uns zur Wäsche verabschieden. Für euch geht's ab ins Video. Ich werde den Kollegen waschen. Wir haben auch noch eine kleine, coole neue Sache. Zeige ich euch auf jeden Fall in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ab geht's. Auch ein kleiner Smarty macht ordentlich Party, zumindest bei der Aufbereitung. Auch wenn die Fahrzeuge klein sind, trotzdem hat man da eine Menge dran zu tun, gerade mit solchen Staffarmaturen und unten in den Bereichen, wo auch der ganze Stoff ist, musste das alles schamponiert werden und da muss man sich da mal als Großer so ein bisschen reinhechten. Aber ich denke mal, das ist soweit gelungen. Dafür haben wir unsere Helferchen, Dampfreiniger, Dampftrager macht sich da wirklich perfekt. Schau mal hier, wir hatten es ja schon einmal eingeblendet, aber gerade für so eine Sachen hier unten ist das natürlich mega, weil versuch mal hier irgendwie zu schamponieren oder hier in solchen Kanten, ne?
Da kann man da wirklich richtig schön mit dem Gerät arbeiten. Dann haben wir noch was anderes Schönes. Das schauen wir uns gleich an, nachdem wir uns den Lackzustand erstmal angeschaut haben. Frisch gewaschen, steht da doch schon wieder ganz fresh da, der kleine Flitzer. Jetzt schnappen wir uns nochmal das Lämpchen, schauen uns den Kollegen direkt nochmal vom Lackzustand her an. Wobei man sagen muss, der bekommt ja hier ein Basispaket und ein Basispaket beinhaltet immer die One-Step Pulli Tour und die dient halt zum Glanz. Klar, damit bekommt man Oberflächenkratzer weg, aber um richtige Waschkratzer zu entfernen, muss der halt mehrstufig poliert werden. Aber wie gesagt, hier geht es darum, den einmal komplett grundlegend fresh zu machen, deswegen Basispaket. So, Lämpchen drauf, wie gesagt, unischwarzer Lack. Da spiegelt sich nachher sowieso alles wieder. Lichtbrechungswinkel schon tausendmal drüber gesprochen. Und so eine Sachen hier haben wir auch drin. Hier sieht man es, eine Verätzung. Dann haben wir hier oben wieder so ein paar Stellen. Deswegen denkt immer dran, Vogelkot, Anhaftung oder sonstiges Insekten so schnell wie möglich zu entfernen. Gerade dunkle Lacke werden extrem heiß und da frisst sich das auch extrem schnell ein. Ja, eingangs des Videos haben wir uns das hier schon angeschaut. Es ist aber, wie gesagt, nicht die einzige Beschädigung. Deswegen unterhalten wir uns gleich nochmal über das Thema hier. Das geht, wie gesagt, hier unten auch noch komplett weiter und hier oben geht es dann auch noch weiter, wobei das noch mit der Kotflügel wäre. Schauen wir mal, was hier mit einer Politur, wobei das hier auch schon so richtig reingefressen gehen würde. Ja, ansonsten Kunststoffteile, die können auf jeden Fall eine Pflege bekommen, würde ich mal sagen. Dafür haben wir aber auch ein schönes Mittelchen. Na, machen wir hier den CCT-Scan. Wir wollen eine hellere Farbe bei dunkleren Lacken. Hier sieht man es nämlich auch schon, wir haben auf jeden Fall extrem viele Kalkflecken auf unserer Oberfläche drauf. Wie gesagt, sowas kriegen wir mit einem One-Step auf jeden Fall auch raus. Und da haben wir es auch wieder. Ne, denkt immer dran, kalkhaltiges Wasser. Das ist jetzt nicht nur das Problem, wenn ihr beschichtete Fahrzeuge habt. Das ist allgemein, wie gesagt, dass ihr Kalkflecken auf Fahrzeugen haben könnt. Aber ihr habt schon gehört, mit einer Politur, mit hoher Chemie bekommen wir sowas weg. Und was wäre, wenn das Fahrzeug versiegelt wäre? Deswegen müsst ihr da mal so aufpassen. Klar, dann wäre die Beschichtung nämlich da auch weg. So, das werden wir auf jeden Fall wegpolieren. Ansonsten hier so eine Stelle können wir nicht wegpolieren. Na, da seht ihr das. Ist nämlich auch eine kleine Beschädigung dran. Die werden wir aber wieder zutupfen. Und das Ganze zieht sich hier auch im ganzen Auto so durch. Dann haben wir hier unten wieder eine Stelle. Stoßfänger, schaut mal. Hier unten geht der Klarlack schon so leicht hoch. Hier haben wir auch wieder eine Stelle dran. Ja, ist wie gesagt ein schwieriges Thema, wenn man da vorne nur die kleine Stelle machen würde. Ansonsten ein kleines Fahrzeug, deswegen eine fixe Runde rum. Hier die bekannten schwarzen Teile beim Smart. Wobei man sagen muss, dass die hier nachher wirklich wieder cool aussehen werden. Aber was ich auch immer heftig finde, man sieht es hier richtig schön. Schwarz ist nicht gleich schwarz. Ne? Ihr seht, das ist zwar alles unischwarz, aber das wirkt hier schon richtig blau dagegen, richtig grau schon fast, im Gegensatz zu den Metallbügel hier. Ne? Also wie gesagt, deswegen auch bei Schwarz kann man da Farbunterschiede haben, machen, wie auch immer. Ist natürlich hier original so, aber ja, da muss man auch die Lackierer mal in Schutz nehmen, dass das Ganze da natürlich auch mit Farbunterschieden bei Schwarz geht. Hier haben wir wieder eine kleine Stelle. Ne? Das ist halt so dem Thema, hier wieder eine kleine Stelle. Klar, alles nicht so krass wie da vorne. Aber die sind halt punktuell da. Deswegen ist das mit der Ecke da vorne lackieren so ein bisschen Bauchschmerzen behaftet, wenn man nur das punktuell macht. Lackzustand habt ihr gesehen. Es ist nicht nur die eine große Stelle hier vorne, wobei man sagen muss, dass die wirklich ins Auge sticht. Wir haben jetzt hier und da und überall noch so kleine Eckchen, die werden wir auch alle antupfen. Hier vorne, wenn man es tupft, klar, müssen wir mal gucken, wenn man es jetzt... Das Weiße nicht ganz so krass sieht. Ich habe mir hier so ein bisschen schwarz rüber gemacht. Dann hat man zwar einen schwarzen großen Fleck, muss man nachher entscheiden, was schöner aussieht. Wenn es perfekt sein soll, muss es definitiv lackiert werden. Und wir haben schon eingangs des Videos drüber gesprochen. Jetzt hat der Kunde gefragt bei der Abgabe, ob wir das noch lackieren lassen können. Punkt 1 ist, oder ob wir es lackieren. Wir lackieren selber überhaupt nicht mehr, aber schon seit Jahren nicht mehr. Zum Anfang haben wir es hier immer noch gemacht. Problem ist, man kann hier schöne Ergebnisse erzielen, aber von der Zeit her ist das echt vom Time-Management immer extrem blöd, gerade wenn es mit der Fahrzeugaufbereitung so viel geworden ist. Da fängt man den einen Tag an, hier zu spachteln, zu schleifen und zu lackieren, den ganzen Staub hier wieder raus und am nächsten Tag will man da wieder eine Aufbereitung machen. Das harmoniert nicht und außerdem, ihr habt es hier auch gesehen, Thema Farbunterschied und sonstiges. Eine Lackierung zu planen ist nicht immer ganz so einfach vom Zeitfaktor her. Wir haben Lackierer, wo wir das Ganze immer so mit zusammenarbeiten. Das passt auch wirklich gut, die machen auch gute Qualität. Aber wenn sowas gemacht werden soll, vermitteln wir meistens den Kontakt. Dann wird es vorher gemacht, dann kann das Ganze aushärten und dann kann man das Fahrzeug aufbereiten. Lackierer hat zwar gesagt, Mensch, das kriegen wir hin. Wir stellen die Fahrzeuge danach auch in die Waschanlage. Dann haben wir ja wie gesagt schon gesagt, dass das dann hart genug ist. Ich bin da mal eher skeptisch, gerade auch mit dem Thema Nachfallen und Co. Aber jetzt hatte ich mit dem Kunden noch mal gesprochen und gesagt, pass auf, der Lackierer hat sich das Fahrzeug noch mal angeguckt, ist extra Sonntag hier noch mal vorbeigekommen, hat aber auch gesagt, Mensch Paul, das ist aber nicht nur die Stelle, das ist schon da unten und hinten habt ihr es ja selber auch gesehen und die Ecke und die Ecke. Und dann habe ich zum Kunden noch mal gesagt, pass auf, so und so teuer wird es und das ist aber wirklich nur die Ecke da vorne. Und da hat er dann gesagt, ja, bring erst rüber.
und dann doch nicht. Und das ist mir eigentlich auch ganz lieb so, weil das fängt nämlich nachher an, wir bringen das Fahrzeug rüber, wir müssen das Ganze in Vorkasse bezahlen und wenn der Kunde dann vorbeikommt, sagt er vielleicht auch, hey, warte mal, jetzt ist aber hier und was ist mit der und der Stelle und wir bleiben nachher vielleicht auf den Kosten sitzen. Das bringt alles nichts, deswegen, wie gesagt, wird das Fahrzeug jetzt hier aufbereitet und dann kann der Kunde immer noch selber entscheiden, Mensch, die und die Ecke lasse ich vielleicht machen oder nicht. Kurz und knapp, am liebsten ist es, wenn wir einen Lackierer vermitteln, wird vorab gemacht, dann sind das zwei verschiedene Hände, die es dann auch machen. Wir wollen, wie gesagt, auch zufriedene Kunden haben. Jeder weiß, das Handwerk kann auch mal was schief gehen. Genauso ist es wie mit Dellen. Wir haben einen Dellenmann gehabt, dann ist das nächste Problem, dann kommt er nicht vorbei, geht nichts raus oder sonstiges, dann ist das alles nicht in unseren Händen und deswegen bleiben wir bei der Aufbereitung. Apropos Aufbereitung, da haben wir nämlich noch was Neues, Schönes, was heißt Neues, Schönes, auf jeden Fall was Optimiertes. Ihr kennt ja das Spiel, ihr habt es ja da drin gesehen, Lederlenkräder, Ledersitze und sonstiges. Da haben wir hier zum Beispiel unseren 1.1 Cleaner von LMX, der macht sich wirklich extrem gut, extrem schonend auf Oberflächen. Normalerweise soll der ja so angewendet werden, dass man das Ganze hier in so einen Schaum reingibt, dann sich ein wenig Wasser oder Wassereimer sozusagen nimmt. Wir machen es jetzt einfach mal so. Und dann fängt man an, das Ganze so aufzuschäumen. Ist, wie gesagt, sehr mühselig, sehr umständlich. Hier seht ihr das. Und dann fängt man an, das Ganze abzuwischen, abzutupfen. Aber da hat sich LMX selber schon gedacht, Mensch, da gibt es ja eine schönere Lösung. Das Ganze machen wir mit einem Schäumer, dass man sich den Arbeitsweg spart. Hier hinter mir tropft es auf jeden Fall ordentlich alles voll. Ist, wie gesagt, eine deutlich schönere Variante. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr das Ganze vorab jetzt hier mischt. Aber jetzt hat sich Chemical Works gedacht, oder besser gesagt Waschko gedacht, wir optimieren das Ganze noch mal mehr. Und da muss ich wirklich sagen, haben so eine schöne Variante hier rausgebracht. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, habe ich mir bei der letzten Bestellung mitgestellt. Finde ich hier extrem cool, dass wir jetzt hier erstmal eine Skala haben. Ihr habt hier ein Mischungsverhältnis drauf. Ihr habt hier nochmal eine Milliliter-Anzeige drauf. Und was ihr auch habt, Pumper. Ihr habt einen klaren Pumper. Einen klaren, keinen gespritzten. Mega. So, pass auf, ne? Weil hier ist nämlich wirklich der Nachteil. Erstmal seht ihr nicht, wie viel habt ihr jetzt hier überhaupt noch drin? Ist meine Flasche voll oder ist sie leer? Hier haben wir jetzt auch nochmal ein Mischungsverhältnis drauf, wenn wir das Ganze nämlich jetzt hier anmischen möchten. Also sprich, ich kann jetzt genau sagen, wir gehen jetzt hier mit unserer Literflasche, die wir uns gekauft haben. Und dann sieht man es hier unten jetzt an der Skala sehr schön. Wir machen uns ein Mischungsverhältnis 1:10. Wir machen ein Mischungsverhältnis 1:5, da muss man nicht großartig nachrechnen. Oder wir sagen, wir machen hier 20 ml nachher auf unsere 150 ml oben drauf. Dann kommt nochmal Wasser oben drauf. Dann schönes Mischungsverhältnis. Ist eine tolle kleine Sache, muss ich sagen. Habe ich mir mitbestellt, ist wie gesagt auch nicht teuer, ist für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann nimmt man sich dazu nämlich keinen Schwamm, sondern ein schönes Scrubpad, ist genauso schonend und zack, hat man einen perfekten Schaum und kann damit seine Oberlederoberflächen oder hier seine Lenkradoberflächen reinigen. Wie gesagt, ging ja perfekt, Reiniger ist perfekt. Und ich sag mal hier, die Flasche, ja, macht einen guten Eindruck, oder? Was man auch noch machen kann, und da muss man sagen, haben sich die Jungs wieder mehr gedacht. Hat man aus dem Workshop gelernt, jetzt haben wir so viel gemischt. Warte mal, man hört es doch schon, oder? Siehst du sie? Nee, musst du stehen. Da ist er. Eine Glasmurmel. Die werden wir aber auch nochmal umsortieren, weil das finde ich nämlich echt nicht verkehrt. Weil der Vorteil von dieser von so einer Glaskugel ist, dass wir den Reiniger natürlich noch schön einmal frisch durchmischen können. Wie gesagt, wenn der eine Weile steht, dann kann es sein, dass sich die nachher voneinander trennen oder vom Wasser her trennen. Von daher habt ihr da nochmal einen schönen Shaker. Komplettes Video konnten wir daraus natürlich nicht drehen, aber ich will natürlich auch mitnehmen für die Sachen, die wir hier so bestellen. Finde ich auf jeden Fall zweckmäßig extrem cool, gerade mit der Mischungsskala, vor allen Dingen dann schön klaren Erhälter und vor allen Dingen hier mit der Kugel jetzt drin ist das Ganze optimiert und für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wer noch so einen Aufschäumer sucht. In diesem Sinne, wir suchen jetzt ein klares Ergebnis an unserem Smart, das werden wir jetzt machen. Da gibt es jetzt eine schöne One-Step-Politur mit SSW und Stopp! Wir wollten uns die Kunststoffteile noch angucken. Das machen wir nämlich auch noch kurz. Haben wir noch Akku, oder? Weil du gezeigt hast? Gut, okay. Ach so. Du guckst immer mich an. Na, weil du so wunderschön bist. Deswegen gucke ich dich an. Übrigens, guck mal, hier ist Chemical Works Mischbecher. So musste man das nämlich vorher machen, ne? Dann nimmst du die extra Gießkännchen, musst du dann quasi da mischen. Und so hat man einen klaren Behälter und die Skala ist schon oben drauf. So, pass mal auf, wir haben nämlich immer so ein bisschen aussortiertes Coating, hatten wir zumindest mal. Klar, es gibt jetzt natürlich immer diese wundervollen Pflegemittel, die man dann raufsprüht und nach der ersten Wäsche sind sie einfach weg, weil es einfach nur silikonhaltige Produkte sind, die ins Kunststoff vielleicht minimal einziehen, aber die nicht dauerhaft halten. So, dann gibt es natürlich jetzt hier noch so schöne Produkte wie Plastic Coat, ne? Ist eine extra Kunststoff-Keramikbeschichtung, aber die Flasche, schau mal,
Die ist, glaube ich, nicht umsonst schon ein bisschen gelblich und älter, weil ich nämlich auch festgestellt habe, dass dieses Plastikcoat gar nicht so cool ist von der Steinzeit her. Da könnt ihr nämlich ganz normale Keramikbeschichtungen nehmen. Ich nehme dann mal einfach Coat Ultima und da muss ich sagen, da bleibt es dann definitiv so. Pass auf, und jetzt zeige ich euch mal, wie schön das geht mit Coat Ultima. Benetzt ihr euch auf so einen kleinen Abschminkpad, ne? Und dann schauen wir uns mal die Farbvertiefung an. Pass mal auf. Das wird nämlich so richtig schön schwarz. Ihr seht, da braucht ihr wirklich nur ein paar Tröpfchen. Das reicht uns dann komplett aus. So, und jetzt machen wir wirklich nur mal den Bereich. Wenn das abnimmt, schaut mal. Seht dann nämlich, egal wie ihr dann rubbelt, dass das so bleibt. Und wenn das nämlich ausgehärtet ist, dann bleibt es dauerhaft so. Wie gesagt, ist nicht viel Materialaufwand. Die Gewerbe betreiben, die können sich einfach so ein paar Milliliter vor so einer Flasche nehmen. Oder ein anderes Coating jetzt von SafeSheet funktioniert genauso. Aber ist auf jeden Fall deutlich besser. Oder der Kunde hat da definitiv mehr von als von irgendeiner Silikonpaste. Wie gesagt, ihr seht den Unterschied und das bleibt dann dauerhaft so. So viel dazu. Jetzt werden wir den Rest hier noch so ein bisschen machen. Aber macht das, wie gesagt, erst nach der Aufbereitung, weil ansonsten wird es mit dem Abkleben extrem schwer. Aber das kriegen wir schon alles hin. In diesem Sinne, jetzt gibt es für euch wirklich ein bisschen Musik. Ich ziehe den hier mit einer One-Step noch durch. Dann kriegt ihr noch ein bisschen SSW und dann sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's. Der kleine Smart sieht wieder ausgefertigt aus, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein Basispaket mit einer One-Step, allerdings haben wir da schon ein bisschen rumgeschraubt. One-Step bei Unischwarz ist echt schwierig. Hauptsächlich, wie gesagt, poliert mit der P301 und dem Medium Safe Shield Pad. Aber im Anhang haben wir dann nochmal das Ultrasoft Pad ausgepackt, weil ihr kennt das Spiel mit dem Haze und Co. Deswegen da nochmal schnell rübergegangen. Wie gesagt, es ist ja auch kein Riesenfahrzeug, die Flächen sind überschaubar, von daher passt das Ganze. Kunststoffteile, haben wir drüber gesprochen, jetzt seht ihr es. Also das sieht auf jeden Fall wieder sehr fresh aus mit der Keramik oben drauf. Sind, wie gesagt, auch nicht so eine großen Flächen, da kann man das schon mal punktuell machen. Hat der Kunde definitiv mehr von, als wenn man da irgend so eine Kunststoff-Silikon-Versiegelung rüber macht oder so eine Pflege, die nach der nächsten Wäsche wieder weg ist. In diesem Sinne, apropos nächste Wäsche, nächste Fahrzeug steht nämlich schon wieder vor der Tür. Wir haben hier so ein bisschen Schlangenbau, aber ihr kennt den Platz hier, die Platzverhältnisse. Eigentlich sind wir wirklich so pünktlich, die Autos wieder raus, nächsten Autos rein. Jetzt schafft der Kunde es hier nicht pünktlich, das Fahrzeug abzuholen. Deswegen werde ich es mal rüber verfrachten unter den Carport und werde mal so eine Testhülle rüberhauen, mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich bin da, wie gesagt, nicht so der Freund von, auch wenn es nachher so eine Softgarage sind, aber ihr kennt das Ganze. Wenn da ein bisschen Staub drunter liegt und dann Wind noch wedelt, dann kann das Ganze natürlich wieder zerkratzen, wobei der hier aber komplett staubfrei ist, poliert ist. Von daher werde ich das Ganze mal testen. Falls wir sowas mal gemeinsam testen sollen, haut es gerne in die Kommentare. Falls Fragen oder Anregungen sind, auch unten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Produkte-Rabatt kurz natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.